Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kroggen Let's Play und The Witcher 3. Ja, wir sind jetzt hier nach einer langen Odyssee endlich in Velen angekommen, den sogenannten Niemandsland, ein von kriegsgebeuteten und zerstörten Gebiet. Ich kann ja einmal kurz die riesige Map zeigen, die wir hier erkunden und bereisen dürfen. Wir haben hier oben im Norden, ich nehme an, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber das könnte die Stadt Novigrad sein. Und hier im Osten müsste oder könnte es Ochsenfurt sein. Ja, wie ihr es schon seht, wir können hier auch das erste Mal mit Schiffen reisen, um die Flüsse und Seen dieses Gebietes zu erkunden. Aber dazu kommen wir im Laufe der nächsten Aufnahmen mehr zu erzählen. Und es gibt hier natürlich auch wieder jede Menge Orte zu erkunden und ja, zu looten, sage ich mal. Wir haben natürlich auch jede Menge Dörfer. Es gibt hier jede Menge Aufträge an den Anschlagstafeln, die wir auch hier wieder erfüllen können, diese Questen. Und ich sehe hier unten im Süden noch ein riesiges, ja, ich glaube fast, es ist ein Heerlager. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Also rein von der Optik würde ich sagen, ja. Ich weiß aber nicht, von wem dieses Heerlager ist. Es könnte, ich weiß nicht, ob es Nilfgaarder sind oder Redarianer oder wie auch immer die sich nennen mögen. Ja, so viel dazu. Es kommt hier viel Arbeit auf uns zu. Und ich würde sagen, wir gehen hier gleich ins nächste Dorf. Wir müssen ja hier unseren Kontaktmann des Kaisers von Nilfgaard suchen. Wir haben ja von ihm und von Yennefer in der letzten Folge den Auftrag bekommen, oder in der vorletzten Folge den Auftrag bekommen, Ciri, unser Mündel, zu suchen, dass wir zur Hexerin ausgebildet haben. Und ja, wir reisen jetzt einfach mal los. Schwingen uns auf unser Pferd Plötze, wenn ich mal wüsste, wo das ist. Ach, hier gleich nebenan. Und würde sagen, wir reiten einfach mal drauf zu. Ja, die Bewohner dieses Gebietes haben es nicht leicht. Alles ist zerstört. Dann griffen beide Streitmächte an. Und scheinbar hat dieser Baron, der auch der blutige Baron genannt wird, viel Spaß daran, die Leute hier zu hängen. Also man sieht hier überall Galgenbäume stehen, man sieht an allen Ecken und Kanten aufgehängte Menschen oder auch Anderlinge, wie man so schön sagt hier in diesem Spiel, wenn man von Elfen und Zwergen redet. Gefahr! Der Oh, Priester betet. jetzt hat Siehst du sich das hier nicht? eine Quest Gott nimmt aufgetan. fort, oder Dann wollen wir mal eben kurz alle mit Dürfen aus dem dem Brunnen der Gnade des Priester des ewigen Feuers reden. Tritt. Was willst du? Juble! Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Also wenn ihr meine Meinung hören wollt, dieser Typ scheint mir nicht ganz koscher zu sein, so wie er redet. Also von einem Priester erwarte ich ein bisschen mehr Leidenschaft in seinen Worten, wenn er über das ewige Feuer redet.
Gut. Wollen wir mal die Quest anwählen? Ja, man sieht hier schon, ich habe hier noch ein paar Quests schon gefunden. Hier, also was hier Scheithaufen Novigrad angeht, sind wir auch auf der Suche nach Ciri. Es gibt Hinweise darauf, dass Ciri hier in Velen sich aufhält, aber es gibt auch Hinweise oder schwache Hinweise, dass sie sich in Novigrad oder auf den Skelligen-Inseln aufhält. Da kommen wir aber später nochmal hin. Wir machen jetzt hier ein paar Nebenquests. Wir sehen hier auch schon Wildes Herz. Die Quest haben wir hier im Dorf, wo wir gerade gestartet sind mit dieser Aufnahme, mit dieser Episode, angenommen. Wir sollen hier einem Jäger namens Nilenhilfe bei der Suche nach seiner Frau beistehen. Und ja, angenommen haben wir sie, wir haben noch mit niemandem gesprochen darüber. Und Scheiterhaufen statt begräben, das ist gerade die Quest, die wir hier angenommen haben. Die wählen wir jetzt auch mal eben an. Und ja, man muss ein bisschen aufpassen, welche Stufe man hat. Also ich habe gestern schon mal angefangen und ich bin hier ziemlich überrascht worden von hochleveligen Gegnern. Deshalb werden wir hier ganz, ganz vorsichtig am vorgehen, weil wir sind erst Stufe 4. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und, jetzt Gegner. Die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Wir werden hier auch auf viele neue Gegner stoßen. Da sehe ich schon eine Moderhaut, wo wir schon gerade von gesprochen haben. Wollen wir erstmal hier platt machen. Schnelle Schläge. Oh, der explodiert gleich. Habe ich recht gehabt. Und ein paar wilde Hunde. Haben wir nicht gewettet. So. Ich hoffe, das war jetzt erstmal alles. Wir haben doch ein bisschen Schaden abbekommen. Wie gesagt, wir sind erst Level 4 und ich habe hier, naja, Quests schon gesehen, die Level 10 haben, wie wir das gerade im Questbuch gesehen haben, meine ich. So, haben wir alles? Hier muss auch immer noch diese Moderhaut bzw. ein anderer Gegner liegen. Da, in dem Gebüsch, da hinten muss auch noch was sein. Ja, und außerdem möchte ich in diesem Gebiet hier noch unsere neuen Schwerter schmieden, die wir, die Schemas haben wir in Weißgarten gefunden, die Schwerter der Viper-Schule. Da habe ich Schemas für ein neues Stahlschwert und für ein neues Silberschwert gefunden. So, gut, es wird schon wieder dunkel. Das gefällt mir gar nicht. Machen wir mal so schnell wie möglich. Hier mal eben die Quest zu Ende bringen. Eine Prise Igni. Bevor wir dann weiterreiten, um den Spion des Kaisers von Nifgard zu treffen. Dann kurz auf Igni gehen. Dann wollen wir einmal entzünden. Können wir hier noch was looten. Dann kurz die Hexersinne einsetzen. Also weil man wird hier auch auf viele, viele wilde Tiere treffen. Wir haben es ja eben schon gemerkt, die wilden Hunde sind zwar keine wirklichen Gegner mehr für uns. Dennoch sollte man sich vor der Masse hier doch schon in Acht nehmen. So, dann suchen wir mal eben das nächste Ziel. Das haben wir hier. Da ist schon wieder einer. Und dann reiten wir mal in stramm Galopp zu unserem nächsten Ziel. Oh la la, nicht so schnell. Wir sind gleich da. Mach langsam. So, da sind auch schon die nächsten Gegner. Ich weiß noch nicht, welche Art.
Was? Oh, ich sehe schon Gule. Stinkt wirklich wie ein Massengrab. Ich muss mich jetzt mal die eben kurz ein bisschen heilen. Schon wieder falsche Taste. Mensch. Öle, hoffentlich. Geht gleich weiter, Geralt. Kannst gleich weitersprechen. Ich will dieses Bier auch nehmen. Oder sind wir dann gleich besoffen? Sie gut. Oha. Ich bin leicht betrunken. Ja, die Gegner sind ja Gott sei Dank noch Level 2. Der hier ist schon Level 4. Geht gar nicht gut aus. Wir haben echt das Problem. Nehmen wir mal eben Schwalbetrank. Das war knapp. Also mit Feuer kommen wir den Ghoul nicht bei. Ich werde mal eben auf Schutzschild wechseln. Da ist ein Reiter, aber der kann uns wohl nicht helfen. Ja, einen konnten wir leider nur besiegen. Unser Lebensbalken ist schon wieder zur Hälfte gefüllt. Boah. Den haben wir, glaube ich, was haben wir mit dem Kopf abgetrennt. Ja, ich habe hier heute leichte Probleme mit dem Kämpfen. Scheine ich nicht so gut in Form wie sonst. Ich muss auch immer mal ein bisschen wieder dran arbeiten, dass ich die Gegner auch anvisiere. Damit Geralt die auch im Blickfeld behalten kann. Es hilft auch beim Kämpfen sehr viel, wenn man die Gegner von hinten oder von der Seite angreift. Da sind sie nicht mehr verwundbar. Das gilt für alle. Aber auch für mich, muss ich dazu sagen. So, wie ein paar Öle. Eine Prise Igni. Genau. Und dann wollen wir das Ganze mal eben in Brand setzen. So, dann lass uns mal kurz hier umschauen. Hier haben wir noch ein Kadaver. Ob wir hier nicht noch irgendwas Brauchbares finden. Hasenfell. Da haben die Gute doch tatsächlich noch einen Hasen gerissen. Da hinten liegt ein Exklusivfass. Hier auf dem Wagen ist noch Zwergenschnaps. Das ist schon mal was Brauchbares. Das hier weniger. Dann haben wir hier noch ein paar Kräuter. Ich glaube, die kennen wir schon. Jawohl, weiße Myrte. Oder Myrrhe. Aber hier liegt noch ein Rest eines Kadavers rum, genau. So ein bisschen Gift, Extrakt. Ja, dann würde ich sagen, war's das an dieser Stelle. Und wir reisen zum nächsten Wegpunkt. Da müssen wir auch wieder nach Süden. Okay, dann wo ist unser Pferd? Da hinten. Treues Ross. Und dann müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Über die Ebene. Da müssen wir hin. Ja, und gleich da. Also die Strecken werden immer länger, die man hier zurücklegen muss. Und da bin ich schon froh, dass wir dieses Pferd haben. Unser treues Ross Plötze. Da hinten sehe ich schon schwach eine Windmühle. Oh, was denn hier? Ich höre was. Oh, da hinten wird gekämpft. Oha!
Wir sind da. Scheiße. Einer lebt noch. Oh ja, das wird ein Problem werden. Halt. Einen kurz wechseln. So, und los geht's. Schon wieder vergessen anzuvisieren. Das habe ich gemacht. Der zweite. Konnte man eben schon gut sehen, wenn man die von hinten angreift, macht man viel mehr Schaden. Und jetzt haben wir hier noch einen Level 4 Gegner. So, das war's. Mal gucken, was der Typ zu sagen hat. Wenn das nicht der verdammte Priester ist, sind's Leichenfresser. Ich bin fertig mit diesem verfluchten Ort. Ein Priester? Wir wollten uns wie üblich treffen, nur mit einer größeren Lieferung. Guter Kunde, dachte ich. Und dann ziehen die ihre Klingen. Wir reden immer noch von einem Priester des ewigen Feuers? Aber ja doch. Diesen Wichsern kann man eben nicht trauen. Dieser hat erstklassiges Fistech von mir bestellt. Dreimal. Alles war wunderbar. Aber beim vierten Mal sind seine Männer mit Messern auf uns los. Die wollten uns aus dem Geschäft drängen. Mich haben sie zu den Leichen in den Graben geworfen. Haben wohl gedacht, dass die Ghule mir den Rest geben. Und zur Sicherheit hat er noch einen Hexer angeheuert, um die Leichen zu verbrennen und alle Beweise zu vernichten. Einen Hexer? Also dich? Und jetzt? Nichts. Er hat mich nicht bezahlt, um die Lebenden zu verbrennen. Ah, den Göttern sei Dank stimmt es, was man sagt. Hexer sind zwar Mutanten, aber sie haben einen Ehrenkodex. Danke, Hexer. Also hat mich mein Gefühl nicht getäuscht, dass dieser Priester Dreck am Stecken hat, wie man so schön sagt. Ja, dann müssen wir jetzt hier auch noch eben die Öle verteilen. Und das Ganze gleich mit Feuer anzünden. So. Und jetzt müssen wir zum Priester zurückkehren. Dann wollen wir ihn doch mal zur Rede stellen, was er hier angestellt hat. So, hier waren noch ein paar kleinere Sachen. Hier ist auch noch was gewesen. Na, komm. Asche. Ich kann nichts mit anfangen. Da hinten ist noch ein Wagen. Ja, man sieht hier die Spuren der Schlacht immer noch. Hier liegen noch verstümmelte und verendete Tiere rum. Zwergenschnaps kann ich gebrauchen. Alchemistenpulver kann ich auch gebrauchen. Aber wir bräuchten gleich mal einen Schmied, ne? Habe ich das richtig gesehen? Unsere Waffen sind nicht mehr ganz in Ordnung. Ja, ich habe auch leider nur ein Anfänger-Rüstungsreparaturset. Können wir mal eben kurz auswählen. Oh ja. Da brauchen wir was. So. Die Handschuhe auch. Das ist noch in Ordnung. Die Hose ist auch in Ordnung. Und ja, Rüstung und Handschuhe sind im guten Bereich. So, Waffen. Haben wir da irgendwas Besseres? Hier, die Handschuhe sind besser. Was ist das denn? Jetzt habe ich hier die Handschuhe repariert. Aber die sind Gott sei Dank im optimalen Zustand. Auch diese Stiefel sind besser. Und da können wir auch mal eben diese Glyphe einsetzen. Wählen wir die Stiefel aus. So, jetzt haben wir verbesserten Schaden mit, was ist das? Igni, ne? Ja, 2% mehr Zeichenintensität. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir nochmal eben ein kleines Steak. Und
glaube, dann können wir uns auf den Weg zu dem Priester machen, um uns unsere Belohnung abzuholen oder auch nicht. Da hinten sehe ich noch ein Gewürz, ein Gewächs, was ich hier nicht kenne. Printraube. So, müssen wir wieder in die Map gehen. Kurz rausziehen. Wo ist der Kerl? Ach, hier oben. Ach du Schande. Ja, das wird los. Eine etwas längere Reise werden. Schneller reiten hier. Komm. Wir reiten in den Sonnenuntergang. Hier hängen schon wieder oder stehen schon wieder Galgenbäume rum. Ja, nur durch. Versuch mal hier auf der Straße zu bleiben. Weg. Ne, da müssen wir hin. Ein kurz Map schauen. Ne, wir können hier auf dem Weg bleiben. An der nächsten Kreuzung müssen wir dann rechts. Komm schon! Los! Oha, was ist denn hier los? Langsamer! Sieht mir aus wie ein Schlachtfeld. Müssen wir hier durch? Oh, ich bin von der Straße abgekommen. Was sind das denn hier? Leichenfledderer, die hier auch noch die letzten Sachen vom Schlachtfeld bergen, was die Toten hinterlassen haben oder die Truppen. Oh, ich sehe noch ein Questzeichen. Aber das lassen wir jetzt erstmal im Außer Acht. Denn hier ist nämlich schon unser Ziel. Der Priester. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Nun, Hexer, hast du deine Aufgabe erfüllt? Warum kümmert ihr Priester euch erst jetzt um die Gefallenen? Die Lebenden sind die vornehmste Pflicht der Kirche des ewigen Feuers. Du machst dir keine Vorstellung von der Arbeit, die wir direkt nach der Schlacht geleistet haben. Die Verwundeten brauchten Hilfe, die Flüchtlinge geistlichen Zuspruch. Messen mussten gelesen, Spenden eingesammelt werden. Das freut mich zu hören. Was hätten die Leute nur ohne euch getan? So ein Heuchler. So. Ich habe mich um die Gräber gekümmert. Sehr interessant. Eine der Leichen war noch lebendig und sehr gesprächig. Wie meinst du das? Einer der Fistech-Händler hat überlebt. Und der hatte eine hochinteressante Geschichte zu erzählen. Ah, faszinierend. Ich würde dir diese Geschichte abkaufen. Für immer. Exklusiv. Der will mich bestechen. Aber ich bin nicht bestechlich. Du kannst mich anheuern, aber todsicher nicht kaufen. Sehr richtig. Ah, eine Sackgasse. Dann ist es wohl das Billigste, dich zu töten. Drei gegen einen, das schaffen wir. Hexer oder nicht. Auf ihn! Das habe ich erwartet. Ich brenne. Du bist doch ein Priester des ewigen Feuers, also brenne. Ja, kommt. Ein bisschen Feuer habe ich noch vor euch. Spüre meine Axt. Oh, den Priester haben wir schon mal erledigt. Oh. So, die erste Wache. Ja, komm her, mein Freund. Willst du mal meine ewige Flamme sehen? Ja, jetzt
jetzt bist du toter Mann. Vollidiot. Ja, damit haben wir diese Quest abgeschlossen. Oh, der Priester hat 200 Kronen bei sich und einen blöden Streitkolben. Sonst kann ich hier nichts mehr sehen, außer ein paar Pflanzen. So, geh zur Taverne am Scheideweg. Ich habe ja hier noch eben eine Quest gesehen. Sollen wir die mitmachen? Ich setze mal eben Questmarker. Ist ja nicht weit weg. Mal kurz schauen, was da laufen. Gegner auf dem Feld rum. Sieht das denn keiner von den NPCs hier? Ach, das sind Hunde. Das sind Wachhunde. Was ist das denn für eine? Ein vedarianischer Soldat. Passierscheine zu prächtigen Preisen. Zwielichtiger Händler. Was will der denn? Hast du Interesse an einem Passierschein? Hier gibt es die billigsten. Diese Passierscheine, was sind die? Über was für Passierscheine reden wir hier? Das weißt du nicht. Die Redanier halten alle Pforten über den Panther. Ohne Passierschein kommt keiner durch. Aber du hast Glück. Ich habe noch ein paar zu verkaufen. Was? Dafür könnte ich mich als Radovid verkleiden und eine vergoldete Kutsche kaufen. Was soll ich machen, wenn du es dir nicht leisten kannst? Geht das nicht billiger? Nein, danke. Hey, halt mal! Ich hätte vielleicht etwas Arbeit für dich. Wenn du die gut machst, gehe ich mit dem Preis runter. Aha. Was für Arbeit? Was für Arbeit? In der Nähe, ein Stück im Südosten, hat mein Schwager sein Geschäft. Er reinigt mit seinen Leuten die Schlachtfelder. Leider hat er dauernd Ärger mit diesem Geschmeiß. Du weißt schon, Monster, die von Leichen angezogen werden. Beschütz ihn. Dann kriegst du einen hübschen Rabatt. Ich denk drüber nach, bis später. Na gut. Mal sehen, was ich tun kann. Okay, dann wollen wir mal eben kurz gucken, welche Stufe diese Quest hat. Falsche Papiere. Da steht überhaupt kein Level bei. Im Krieg der nördlichen Königreiche gegen Nilfgaard war die Grenze entlang des Ponta geschlossen. Wer die Grenzposten passieren wollte, musste einen Passierschein des redanischen Oberkommandos vorweisen. Oder wenigstens eine überzeugende Fälschung, die ein zwielichter Redianer bei den Übergängen verkaufte. Ich würde sagen, wir machen erstmal unsere Main-Quest weiter. Wir müssen nämlich erstmal ein paar Level aufsteigen hier. Mist. So, das war da. Auch diese erkundeten Orte werden wir mal kurz außer Acht lassen. Ich muss ja noch die Quest aktivieren. So. Bin aber heute auch unkonzentriert. So, hier, wo war das denn? Heranzoomen. Wo ist sie denn? Aber es muss doch hier gewesen sein, ne?
in Ciris Fußstapfen. Finde heraus, ob Ciri sich in Feen befindet. Ach, da muss ich hin. Aha. Geh zur Tavana am Scheideweg. So, nochmal auf die Weltkarte. Weil ich meine, ich habe den Marker richtig gesetzt. Ah, tut mir leid, ich bin heute etwas unkonzentriert. So, wer jetzt hier kommt. Scheiße. Wir sind doch wieder ein ganzes Stück entfernt. Ja, wir müssen hier durch. Ob wir wollen oder nicht. Lauf, Plätze! Zurück auf. Was haben wir denn hier? Ein Sägewerk? Kommt schon, Plätze! Ich glaube, hier werden wir später nochmal herkommen, oder? Man muss stark sein, um sowas zu tun. Neue Quest, Auftrag der vermisste Bruder. Nein, Heiko. Bleib deinem Weg treu. Wir müssen woanders los, hin. Los! Wir müssen zu der Taverne am Scheideweg. Wir brauchen XP, um aufzusteigen. Sonst überleben wir hier nicht lange. Auch wenn mich jetzt diese Quest hier reizen würde. Mach langsam. Komm, spring. Wir müssen ein bisschen querfeld ein. Was mir auch nicht gefällt. Die ganzen wilden Tiere. Halt! Ich glaube, wir sind gleich da. Sofort. Warum? Was ist hier los? Ihr Gequieke wird uns verraten und dann töten sie uns alle. Dann töte ich sie eben selbst und verstecke sie unter dem Holzfußboden. Diese Bastarde werden sie nicht kriegen. Gut, wir bedecken das Blut mit Sand. Was ist hier los? Wir gehen mal in die Taverne. Und reden mal mit dem Tavernenwirt. Oh, nicht Feuer ausmachen. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Verschwinden. Zur Hintertür raus. Erwartest du Besuch? Wir kriegen Gesellschaft. Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist. Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Okay, wir sollten uns etwas unauffällig verhalten. Ich lade sie mal zum Trink ein. Wie wär's, wenn ich euch einen ausgebe? Wieso das? Ich habe Gold. So einfach ist es. Ich trinke nicht mit Fremden. Wir trinken eine Runde zusammen, dann sind wir keine Fremden mehr. Anschließend geht jeder seiner Wege. Und welcher wird deiner sein? Ich gehe nach Novigrad. Unterwegs nach Novigrad. Stadt der Huren und Hurenböcke. Wer seid ihr? Wer seid ihr? Was soll die Frage?
Ich weiß gerne, mit wem ich trinke. Ich weiß einfach gerne, mit wem ich trinke. Genau wie du. Wir sind Männer des Barons. Und du bist in seinem Land. Wer ist dieser Baron? Ein Baron herrscht in dieser Gegend? Der muss ja Nerven haben. Die Kaiserlichen hier scheinen ihn keinen Deut zu scheren. Obwohl sie immer mehr werden. Der blutige Baron ist kein aufgeblasener Sprössling aus reichem Haus. Also, nein. Der pisst sich beim Anblick eines schwarz geflügelten Kopfs nicht voll. Das ist ja interessant. Unser Baron ist Baron, weil wir das so wollen. Und wenn das jemandem nicht passt, dann soll er es nur sagen. Ja, dann Prost. Auf euer Wohl. Und auf meins. Prost! Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich deine Tochter verkleidet. Schöne verstecken immer ihn. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Gern geschehen. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Was weißt du über Hendrik? Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke. Ja, Quest aktualisiert. Suche in Heidefelde nach den Agenten namens Hendrik. Jetzt sehe ich hier noch einen Mann namens Bruno. Wir sind einfache Leute. Wir wollen keinen Streit. Okay. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg hier heraus. Sonst kann... Ach, das sind Banditen, sind das sogar. Gut. Ich sehe gerade, dass die Zeit schon wieder abgelaufen ist. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Und alles Gute. Tschüss.